Herzlich willkommen zu unserer Mittwochsandacht. Worte sind wie Samenkörner. Kennen Sie das? Worte oder ein Satz, die wie ein Samenkorn in Sie gelegt worden sind und an die Sie sich noch lange erinnert haben oder sogar noch erinnern, die etwas in Ihnen bewirkt haben, deren Wirkung lange angedauert hat. Worte sind wie Samenkörner. Sie gehen auf und wirken weiter. Aus Worten werden Taten, im Guten wie im Bösen. Was im Internet zum Beispiel gehetzt wird, hinterlässt Spuren. Die Saat des Hasses geht auf. Wir haben das nicht nur beim Sturm auf das Kapitol in Washington gesehen. Gruppen, die keine eigene Lobby haben, erleben das jeden Tag am eigenen Leib. Zum Beispiel, wenn auf ihre Kosten Witze gerissen werden oder auf ihnen herumgetrampelt wird oder sogar auf sie eingeprügelt wird. Obdachlose können davon erzählen, Menschen mit nicht weißer Hautfarbe. Im Jahr 2020 wurden weltweit 350 Transsexuelle ermordet. Manchmal sind Worte wie Dornen. Sie tun weh und verletzen. Sie können jeden Mut ersticken, jedes Selbstvertrauen zerstören. Oder Beziehungen zerbrechen daran. Manchmal sind die Worte ja eigentlich gar nicht so gemeint gewesen. Vielleicht sind sie sogar nur dahingesagt, aber sie tun trotzdem weh, manchmal noch nach Jahren. Andere Worte bauen auf. Wir zehren davon, wenn andere uns loben. Noch nach Jahren beflügeln solche Worte und spornen uns an. Ein Satz zum Beispiel verwurzelt sich in mir. Manchmal erinnert man sich dann plötzlich wieder an so einen Satz. Manchmal erschließt er sich auch erst nach langer Zeit. Und Jahre später merke ich, was diese Worte eigentlich bedeuten. Worte wirken weiter und führen ein Eigenleben. Sie leben bei anderen weiter. Immer wieder bin ich auch erstaunt, was ich einmal gesagt habe, woran andere sich erinnern und was ihnen wichtig geworden ist. Manchmal erfahre ich nur zufällig, welchen Wert andere in das legen, was ich gesagt habe. Aber wir säen nicht nur Worte. Wir säen auch Träume, Gedanken, Wünsche. Manche Ideen sind wie Samenkörner. Ich bin dankbar, dass mir die Ideen nicht ausgehen. Ich brauche viele davon, denn keineswegs alles von dem, was ich mir ausdenke und überlege, wird Wirklichkeit, weder im privaten Bereich noch in der Gemeinde. Manches ist nicht richtig durchdacht, es fehlen die Voraussetzungen oder die Leute, die mitziehen. Das ist ganz normal. Nur ein Bruchteil der Träume, der Ideen lässt sich umsetzen. Deshalb brauche ich viele Ideen und ich freue mich, wenn sie sprießen und Gestalt annehmen, zumindest eben einige davon. Und Samenkörner sind letztlich auch wir selbst. Wie wir sind, wie wir leben, welche Werte wir leben, das wirkt auf andere. Kinder merken das ganz genau, wie ihre Eltern mit sich umgehen, wie die Eltern oder andere Erwachsene sich in Beziehungen verhalten, wie die Eltern auf Herausforderungen reagieren und mit Niederlagen umgehen, wie sie etwas wagen, wofür sie sich einsetzen. Damit prägen Eltern, Großeltern, Lehrerinnen, Erwachsene ihre Kinder. Und ihr Handeln erzählt mehr über sie als all das, was sie sagen. Samenkörner, unsere Worte, unsere Ideen, unsere Träume, wir selbst. Was säen wir? Und was geht am Ende auf?
Jesus erzählt im Evangelium eine Beispielgeschichte vom vierfachen Ackerfeld. In dieser Beispielgeschichte fällt nur ein kleiner Teil des Samens auf fruchtbaren Boden. Aber dieser Teil geht auf. Er fängt richtig an zu wachsen, wird kräftig und schön und trägt Früchte. Und aus den Früchten werden lauter neue Samenkörner. Das macht Mut. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Gott, gib mir in dieser Corona-Zeit ein Ohr, das hört, ein Herz, das aufnimmt, eine Seele, die wach bleibt, Ideen, die weiterführen. Lass mich offen werden für deinen Willen, durchlässig für deinen Lebenshauch, hellhörig für die Worte deiner Gegenwart. Gott, lass mich hören, wie die Blumen und Tiere seufzen, wie die Freundinnen und Freunde rufen, wie die Menschen sich sehnen. Und Gott, mach mich zu deiner zärtlichen Hand, zu deinem strahlenden Auge, zu deinem fröhlichen Mund, zu deinem offenen Gesicht. Amen. Und so segne und behüte uns Gott an diesem Tag und in dieser Woche. Gott segne uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ich kann auf dich vertrauen. Ich vertraue.